Hallo Leute und herzlich willkommen zum 7. Teil von Agrarian Skies 2. Wir sind wieder dabei und ich kann gleich mal eine halbe Melone snacken. Ich bin hier eine Runde rumgelaufen und habe mal geguckt, so in welche Richtung ich was bauen möchte, aber sonst habe ich nichts getan. So, wir werden mal kurz noch ein bisschen mehr Dirt hier anbauen. Für unsere spätere Farm. Was ich euch noch zeigen wollte, was vielleicht gar nicht so uninteressant ist, wenn wir jetzt zum Beispiel die Melonen hier haben und hier hinten einen Stick setzen, ja, und das gießen, dann kann es passieren, jetzt in dem Fall direkt funktioniert, dass die sich quasi auf den vermehrt. Also wenn man quasi nicht kreuzt, wie jetzt in dem Fall, was wir noch analysieren müssen, sondern einfach nur einen Doppelstick rüberzieht, vermehren sich die Sachen. Kann man sehr gut nutzen, gerade wenn man jetzt hier zum Beispiel Kartoffeln weiter fortpflanzen will. Aber, ihr werdet es jetzt gleich sehen, jetzt müsste theoretisch Unkraut kommen. Oder gar nichts. Ach verdammt, die sind noch gewachsen. Wenn die Sachen nicht ausgewachsen sind, funktioniert das nicht. Es funktioniert erst ab dem Zeitpunkt, wo Sachen ausgewachsen sind. So, okay, also haben wir jetzt mal die Kartoffeln noch vermehrt. Egal. Wir brauchen eh dann größere Felder nachher zum richtigen Kreuzen. Wir haben eine Kartoffel und wir brauchen Mehl. Erinnere ich mich da nicht richtig an? Wir brauchten doch Mehl. Wir können doch theoretisch die Kartoffel. Mit einem Mortar und Pestel zu Mehl verarbeiten. Genau. Dafür brauchen wir noch ein paar Kabels. Dann holen wir uns mal kurz ein paar Kabels und machen mal die Quest. Weil die war nämlich auch da drin, wenn ich mich recht entsinne. Machen wir direkt 8 Stück. Wie die alle nach vorne flipsen. 7 und einer noch, komm. Dankeschön. Oh, jetzt haben wir 9. Verdammt. So, was wir noch machen können, was mir auch gesagt wurde, ich lese ja die Kommentare, wir können es zu diesen Fuel Pellets verarbeiten. Damit verbrauchen wir quasi keine Ladung umsonst. Das heißt, jedes Fuel Pellet ist genau einen Brennvorgang wert. Man braucht zwar ein bisschen mehr dann, aber man hat den Vorteil, dass man halt wirklich nichts dämlich in der Gegend rum verbrennt. So, wir brauchen mal 3 Stück für Mortar und Pestel. Dankeschön. Eigentlich bräuchte man auch ein Steinpestel, grundsätzlich, bin ich der Meinung. Also, ich meine, habt ihr schon mal einen Mörser und Stößel gesehen, die, ja, so aus Holz und so? Ich eher nicht so. Und dann können wir die Kartoffel hier mal direkt zu Mehl machen. Und das müsste eigentlich eine Quest gewesen sein. Eigentlich müsste das... Ah ja, genau. Kriegen wir 16 Brote für. Und wir nehmen den Reward back. Und wir kriegen bei der Guild of Farmers... Das wollte ja auch jemand erklärt haben, genau. Diese ganzen Reputation-Systeme hier. Es gibt unterschiedliche Gilden, bei denen man halt Punkte sammelt oder Negativpunkte sammelt, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Wir haben eine negativ bei Meta. Und wir haben zum Beispiel bei der Friend Craftsman schon den Friend-Status erreicht. Und da gibt es halt auch nochmal dann unterschiedliche Nebenquests nachher. Aber das sehen wir später. So, und wir haben diese auch fertig, weil wir den Slab Furnace gebaut haben und kriegen dafür noch Kohle. Und machen auch hier wieder ein Reward-Bag. Dann haben wir nämlich mal 2 Reward-Bags zum Aufmachen, wenn auch nur Basics. Und wir kriegen 3 Mana-Steel-Ingots. Oh. Und eine komplette Imskin-Rüstung, die wir eigentlich anziehen können. Dann haben wir eine Rüstung an. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Ist jetzt nicht so toll, aber die ist Fire Protection wenigstens. Also wir können jetzt in Lava fallen, wenn wir das denn wollen. So. In der Zeit ist sogar ein Baum gewachsen. Meine Güte. Läuft der bei uns. So. Alles abgeerntet. Perfekt. Müsste jetzt mal weg. Und ich würde sagen, wir stellen uns jetzt tatsächlich gleich mal... Oh, der Baum ist auch gewachsen. Wunderbar. Wir stellen uns jetzt hier gleich mal kurz den Birch hin. Den Birch Tree. Da. Oh, wir haben nur 1 Sapling. Ne, wir haben 4. Okay. Und den müssen wir aber gleich mit einem Crook abarbeiten, weil wäre sonst doof. So, dann packen wir mal das, was wir jetzt gerade nicht brauchen, weg.
Mehr Kohle und so, ist alles gut. Aus Mehl können wir übrigens diverses Zeug machen. Brownies. Hm. Die einfachsten Sachen sind hier so Teig halt, ne? Hm, mit Soja zusammen. Oh, nicht schlecht. Sogar Breaded Pork Shop und so. Nett, nett, nett. Okay, so. Packen wir mal die Blätter hier rein. Das können wir auch alles mal ein bisschen automatisiert eigentlich ablaufen lassen. Eigentlich hätte ich dafür gerne auch einen überdachten Bereich. Na, egal. Kommt alles noch. Ich habe auch schon überlegt, ich möchte auch gerne ein kleines Lagerhäuschen bauen. Also so eine Art Lagerhütte. Für den Anfang wahrscheinlich ganz nett. Um halt unsere Kisten da reinzustellen, dass wir nicht wieder das ganze Haus voll parken mit irgendwelchem Mist, den wir eigentlich gar nicht haben wollen da. Welche hätten wahrscheinlich hier so nach links gehen oder so. Mal gucken. So, hallo. Gib mir bitte ein paar Saplings. Das wäre total nett von dir. Also, mindestens einer. Ein zweiter wäre schon günstig. Ah, da ist einer. Okay. Das heißt, zumindest kriegen wir eine neue Birke raus. Und da war der zweite. Sehr schön. Ein Backup-Sapling ist immer gewünscht. Da ist der dritte. So. Okay, das heißt, Birke haben wir schon mal abgesichert. 4 Stück haben wir insgesamt. Nett. Gleich bricht unsere Axt in 2. Oh, da lag noch einer drauf. Wow. Birke scheint gut Saplings zu geben. So. Ich hätte gern Birchwood Slabs. Check. 36 Stück reicht noch nicht ganz. Aber wir können jetzt eine neue Birke direkt hochziehen. Können die restlichen Saplings erstmal hier reintun, dass sie gesichert sind. Okay, was kann denn eigentlich noch weg? Das kann erstmal weg. Die Strings brauchen wir gerade auch nicht. Und ihr seht schon, also ich bin jetzt schon wieder an einem Punkt, wo ich eigentlich viel zu viel Zeug habe, was ich gar nicht brauche und gar nicht mit mir rumschleppen will. Das ganze Brot nehmen wir um. Ich werde das Brot einfach mal durchbraten. Nochmal zu Toast machen. Ist, glaube ich, gar nicht so unsinnig. So, aber was wir auch haben wollten, war ein Analyzer und das Cultural Journey. Also Analyzer. Da haben wir einen. Braucht eine Lab, Sticks, ein Glas und 2 Holz. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen Sand, den wir zu Glas machen. Kommen wir kurz hier raus. Und hier, nur mal zum Info, eine Toast ist dann schon ein bisschen besser. Hier können wir ins Bett gehen. Wow, ich dachte, jetzt fahren wir runter, ey. Dafür habe ich ja bei Sky-Projekten immer Angst, dass man dann einfach sinnlos runterfällt. So. Achso, wir brauchen mehr Glas. Verdammt. Wir brauchen 6 Stück. Okay, das heißt, wir zerhauen mal ein bisschen Kabel. Noch 2. Ja, noch 2. 1. Ich werde jetzt erstmal nur nach Bedarf arbeiten. 2. Weil ganz ehrlich, jetzt hier unsinnig erstmal Zeug zu machen. Klar, wir können jetzt anfangen zu sieven und voll effizient an den Metallen arbeiten und was weiß ich nicht alles. Aber warum? Wir kommen ja auch so weiter. So. Hi, 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 hi. So, jetzt kann ich wenigstens auch bei der Birke direkt in die Blätter abernten danach. So, wir haben jetzt hier erstmal noch aufzufüllen. Ich bin am Überlegen, ob wir hier eventuell einfach eine Slab legen, so eine kleine Stufe dazwischen, wie so ein Ablaufkanal. Denn es, das fällt zwar nicht ganz so effizient, aber es sieht schön aus. Mal gucken, wie das aussieht. Nein, hier. Oh, das sind Akazien-Slabs, die will ich nicht. So. Gucken wir uns das mal an. Machen wir hier mal so eine kleine Stufe. Also mir gefällt's.
Mir gefällt das. Me gusta. So, und sie können wir auch gleich mal ausprobieren. Wie das nachher aussieht. Wie gesagt, ganz... Wow. Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt, kurzzeitig. Ich glaube, ich gehe mal direkt lieber so. Ganz reichen wird es halt nicht jetzt für die Umrundung, aber Birke sollte ja bald wieder ready sein. So. Da ist die Birke schon ready. Dann können wir jetzt mal kurz die Schere schwingen. Und das war's mit der Schere und damit auch mit unserem Dirt. Verdammt. Also müssen wir doch gleich mal ein bisschen sieben, um wenigstens ein bisschen Eisen rauszukriegen. Egal. So. Okay, drei weitere Blätter. Noch kein Birch Sapling, aber der kommt bestimmt noch. Da fällt bestimmt noch einer runter. Können ja hier mal den noch kaputt machen. Na, 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 na. Ja, wenn wir die am Anfang gehabt hätten, hätten wir ein Problem gehabt. Kein? Doch, da ist ein Sapling. Ha. So, okay. So, mehr Slabs. Ich finde das auf der Minimap auch sehr lustig, ehrlich gesagt. Sieht witzig aus irgendwie. So, okay, damit haben wir das auch. Und jetzt müssen wir Zäune bauen. Also ich brauche eine ganze Menge Sticks. Zäune reichen uns auch noch nicht. Schade. Nein! Ach, ist doch... Ist doch blöd. Ihr könnt ja gleich mal entscheiden, wenn wir damit fertig sind, wie euch das gefällt. Ich bin gerade so vertieft ins Bauen, dass ich sogar merke, dass ich weniger kommentiere. Das geht ja mal gar nicht klar. So. Mal gucken, ob man dann eventuell auch noch sieht, dass unter den Holzblöcken nichts ist. Das wäre ziemlich doof. So. Das wäre quasi jetzt so unsere Feldgeschichte. Und die müsste dann hier abgeschlossen werden jeweils. Oder vielleicht sogar, was ich noch schöner finde, wenn wir die innen abschließen, also immer am Feld direkt hier das Tor reinbauen. Das können wir mal noch machen. Ein Tor, bitte. Hm. Okay. Und noch normales? Nein. Danke. So, ein Fencegate. So. Also, dass die dann so aussehen und so auch angeschlossen werden, jeweils an die anderen Inseln. Dass man immer vernünftigen und ordentlichen Übergang hat. Die Fackeln müssen noch anders gestellt werden, aber so von der Sache her wäre das quasi die Grundidee. Auch die beiden Dirt holen.
So. Okay. Ja, läuft. Auf jeden Fall. So, jetzt wollten wir den Seed Analyzer bauen. Dafür brauchen wir das. Und Sticks. So. Eine Stone Slab. Ah, okay. Ich hoffe, dass die Stone Slabs gehen. Dann kann man eigentlich die auch wieder. Ah, die kann man zu Stone Slab Bricks machen. Okay, so, egal. Die müsste aber eigentlich funktionieren. Eine Wood Slab. Ein Glas. Die Sticks und normales Holz. Ja, sehr gut. Damit haben wir einen Seed Analyzer. Den können wir jetzt mal hier draufstellen kurz. Ist ja süß. So, und da können wir jetzt Seeds analysieren. Und da werden wir jetzt mal einen schnappen. Nämlich diesen hier. Vielleicht sollte man noch zu der Rille hier vorne quasi einen normalen Übergang machen. Tschack. So, dass man so aufs Feld raufgehen kann und das dann an allen vier Seiten. Also hier. Hier. Und hier. Ja, doch. Besser. Wie gesagt, wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? So. Jetzt muss ich muss das fertig bauen gerade mal. Sonst bin ich unglücklich damit. So. Gefällt mir. So, dann haben wir jetzt den Seed. Den analysieren wir doch direkt mal. Schmeißen den hier einfach rein. Und haben einen mit Stärke 2. Das ist gut. Also Growth grundsätzlich ist halt die Geschwindigkeit, wie schnell es wächst. Gain ist, wie viel man rausbekommt. Und Strength ist, wie hart es gegen Unkraut ist. Das Beste, was man aus den Seeds machen kann, ist 10, 10, 10. Nur, dass ihr gleich mal Bescheid wisst. So, und jetzt brauchen wir noch mehr Seeds. Kann ich die nicht zu Seeds machen? Über Crafting irgendwie? Nö, anscheinend nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Seeds. Und dafür werden wir jetzt mal unser Zeug hier spreaden lassen noch ein bisschen. Das heißt, wir nehmen mal kurz die Melonen hier weg. So, bauen euch hier aus. Und dann kommst du mal in die und in die Richtung. Und du kommst in die und in die Richtung. Wir brauchen nämlich für das Agricultural Journal Seeds. Oh, das war eigentlich meine Absicht. Und es kommt doch jetzt endlich mal Unkraut. So, das kann man mit der Handrake nämlich wegmachen. Muss man nur einen Stick einsetzen und dann kann man weitergießen. Beziehungsweise weiter warten geht natürlich auch. So, okay. Alles gespreadet, haben wir genug Seeds da. Könnte man jetzt grundsätzlich auch analysieren, ist aber relativ egal. So, Agricultural Journal. Da. Brauche ein Holz, 4 Cropsticks und 4 Seeds. 4 Seeds, ein Holz und 4 Cropsticks. So. Tada! So, das packen wir hier rein. Und dann sammelt er nämlich auch unsere gesamte Erfolge und zeigt uns auch auf, was ist, was wir schon hergestellt haben und was wie herzustellen ist. Hm. Ich kann mal schauen, ob da jetzt schon irgendwas drin steht. Introduction. Ja, bis jetzt steht noch nichts drin. Okay. Dann werfen wir jetzt mal das Ding da rein, packen den Seed da nochmal rein. Was nicht geht, verdammt. Okay, nehmen wir Melone. So, die sind ja 1-1-1, genau, Standardmelonen. Jetzt können wir hier reingucken. Und sehen halt, oh, Melone, die unterschiedlichen Dinger, Mutationen, die wir jetzt noch nicht können, weil wissen wir bis jetzt noch nicht.
Aber das ist schön, weil man hat quasi die Möglichkeit nachzugucken, was gibt und wie viel man für was braucht und so weiter und so fort. So. Dann setzen wir unsere Melonen mal wieder hin. Weil Essen ist ja immer wertvoll. Theoretisch hätten wir jetzt auch nur ein Seed setzen müssen, aber egal. So. So. Ich würde auch sagen, wir setzen hier in die Mitte unseren Weed Seed wieder ein, auch wenn der nur minimal besser ist, aber Hauptsache besser. Und ja, das ging jetzt mit anderen Sachen auch noch. Aber ich glaube, ihr kriegt eine Idee davon. Damit werden wir uns noch sehr intensiv auseinandersetzen müssen. Gut. Und jetzt brauchen wir mehr Eisen. Das heißt, wir machen mal die Taschen leer. Am besten mal kurz fast komplett. Gucken, hier ist noch Broken Alu. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal so ein Stack. Ja, ein Stack ist, glaube ich, ganz gut. Kann ich die direkt umwandeln hier? Ja, ein Stack ist sehr gut. Ein Stack Gravel holen. So. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir können jetzt nochmal kurz in unser Questbüchlein gucken. Wir haben nämlich die eine Quest noch abgeschlossen. Claim den Reward. Kriegen dafür noch Potsoll. Das ist quasi auch etwas wie Dirt. Nur halt, ja, ein bisschen anders halt. Oh, kann man auch Humus draus machen, okay. Ist quasi, das funktioniert auch unbewässert, das Zeug. So, und dann gucken wir noch hier rein. Nein, machen wir nicht. Das machen wir zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann morgen wieder. Lasst mir einen Kommentar und ein Like da. Oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Ihr wisst ja, ich bin ja da offen für alles. Und ja, bis dann. Ciao.